Hallo zurück bei Phantom Brigade mit mir Dennis, neue Folge und wir starten mit einem großen Erfolg. Wir haben ja beim letzten Mal die Provinz Ostbargerville eingenommen. Wir können uns jetzt überlegen, was wir als nächstes machen. Ich habe grob geplant, jetzt erstmal nicht zu sterben, weil hier zwei Feindpatrouillen auf uns zufahren. Ich denke mal, die sollten wir irgendwie noch abwehren, kann ich mir vorstellen. Aktuell ist allerdings noch eine Parade. Ich mache mir etwas Sorgen, dass wir in dieser Zeit nicht fähig sind, uns zu verteidigen. Aber die sollte jetzt ja gleich vorbei sein. In wenigen Sekunden. Zack. Okay, so, Problem gelöst. Dann können wir jetzt unsere Basis nehmen und hier diese bösen kleinen Patrouillenleute abfangen. Die können ja eigentlich nichts mehr anhaben, oder? Ich mache mir da jetzt keine Sorgen. Wir benennen mal den Iron um in... Warte mal, wie nennen wir den denn? Ich habe ihn ja gerade umgerüstet auf Scharfschützengewehr. Da finde ich jetzt Iron irgendwie unpassend. Ich nenne ihn mal... Von Crossair. Ihr wisst schon, also Fadenkreuz. So, der heißt jetzt Cross. Das ist dann irgendwie weniger eindeutig ein Strahlengeschütz. Wobei ich ehrlich gesagt jetzt gerade nicht sehe. Also. Ist das echt ein Scharfschützengewehr, was der hat? Scharfschützengewehr. Das ist ein Scharfschützengewehr. Der ist ja. Gar kein. Ich hätte jetzt beim Scharfschützengewehr einen Aufsatz erwartet, wo also oben irgendwie. Ich weiß, dass der Mac nicht mit seinen Augen durch irgendwas durchgucken muss, aber ich weiß auch nicht. Wenn ich ein Scharfschützengewehr designen würde, dann würde ich das so designen, dass man erkennt, dass es aussieht wie ein Scharfschützengewehr. Aber sie haben sich Gedanken gemacht, sie haben sich überlegt. Naja, der Mac muss da ja gar nicht durchgucken. Na gut, auf geht's. Nächster Kampf. Was erwartet uns hier? Bestimmt nur so ein Standard-Kämpfchen. Ich glaube nicht, dass das ein großes Problem wird. Der Feind würde das Gelände halten? Naja. Wir haben den Feind gerade vertrieben aus diesem Gelände. Ich glaube kaum, dass der irgendwas hält. So, wie viel sind das? Drei. Oh, das sollte jetzt aber schnell gehen. Ich mache mir da jetzt eigentlich, ehrlich gesagt, nicht viele Sorgen unsere Kollegen hier. Also, die kommen ja immer näher rangelaufen. Das ist der Sniper, den testen wir jetzt zum ersten Mal. Okay, der trifft hier erstmal gar nichts. Doch, hier kann er treffen. So, da schießt du hin. Und er kann nicht so oft, er kann zweimal feuern. Okay. Dann bitte auch nochmal auf den Panzer. Und dann machen wir dazwischen erstmal eine Pause. Ah, geht nicht. Mann, also erstmal hier, wir schützen uns in die Richtung. Dann feuern wir wieder auf den Panzer da. Und dann schützen wir uns wieder in diese Richtung. So, und Nadja mit Eva wird jetzt mal hier sich nach vorne bewegen. Hoffentlich ohne irgendwen zu berühren und irgendwie zu stolpern. Das wäre ärgerlich. Dann muss sie eigentlich noch ein bisschen näher ran an die Gegner. So, vielleicht in diesen Bereich so in etwa. Und dann schießen wir dorthin. So. Und go. Das sieht doch schon ganz gut aus. Au, das sieht überhaupt nicht gut aus. Autsch. Der kann ja sowas auch. Mit so einer Minigun. Das ist ja ekelhaft. Fuck. Fuck. Oh Gott. Gut, dass der gut gepanzert ist. Das wäre sonst jetzt richtig ärgerlich ausgegangen. Alter, das geht ja richtig ab bei dem. Ja. Ja, gut, dass er sein Schild nach vorne gehalten hat, ey. Shit. Okay, das war jetzt echt unangenehm. Das war nicht so fein. Okay, auf wen gehen wir jetzt am ehesten? Also der ist hier am gefährlichsten eigentlich, oder? Das heißt, auf den müssen wir alles abfeuern, wenn möglich. Dann du schießt auf den...
mehrfach, wenn es geht. Okay. So, und der Sniper, das ist natürlich echt... Also der hier ist am gefährlichsten. Der kann jetzt erstmal gar nicht mehr angreifen. Das heißt, der muss jetzt abwarten. Das heißt, wir snipern jetzt im besten Fall hier nochmal ein paar Mal und machen dann das. So, wie sieht's mit dem Panzer aus? Der ist schon fertig, alles klar. Das sollte also kein Problem sein. Genau, der feuert hier am Ende nochmal auf den Sniper. Das heißt, da, wenn wir da den Schild hinhalten, sollte das eigentlich kein Problem sein. So, der schießt hier auf meinen Mac. Da so. Bei einer Sekunde 5 bis 2,3 Sekunden. Das ist also genau hier. Dann würde ich vielleicht... Könnte man überlegen, ob man da vielleicht mal zur Seite tritt, einen Schritt. Oder vielleicht in die Richtung. Okay, dann warten wir bis da und jumpen dann zackig zur Seite in der Hoffnung, dass ich dann nicht getroffen werde. Ich habe keine Ahnung, ob das klappt. Schauen wir mal. Oh, der trifft ja nicht, der Sniper. Das ist ärgerlich. So. Ja, wir haben ihn. Wir haben den Minigun-Dude erledigt. Sehr schön, dann fehlt jetzt nur noch einer. Das stimmt überhaupt nicht. Was ist mit dem? Ach, das sind die Vorräte. Die müssen wir einsammeln. Bewege deinen Mech auf die markierten Vorräte. Dann machen wir das doch einfach mal. Dann sehe ich vielleicht auch mal, ob es da einen Unterschied dann gibt, wenn man das so macht. Kann ich vorher nochmal auf den schießen, bitte? Und zwar so, dass ich nicht überhitze. Dankeschön. So, der hat ganz schön Schaden genommen. Also der Sniper, der ist, da bin ich nicht so glücklich mit, was hier los war. Da bin ich eher unglücklich mit, tatsächlich. So, du bewegst dich mal dahin und dann schießt du dort auf den Typen. So, oh, fuck, der überhitzt hier ganz schön. Und blockiert vor allen Dingen. Das ist alles nicht gut. Okay, kann ich dann hier nochmal auf den feuern? Ich kann jetzt aber auch nicht wirklich sinnvoll den hier irgendwo hinbewegen, oder? Hierhin vielleicht? Ah, okay, wir warten kurz. Dann bewegen wir den hier hin. Dann überhitzt er nämlich auch nicht. Und dann überhitzt er hier hinten. Na, auch nicht so schön. Okay. Ausführen. Autsch, autsch, ja. Komm, der braucht doch nicht mehr viel, der hat nicht mehr viel. Ja, da war's. Da war's geschehen um ihn. Oh, und ich kippe hier um. Na gut. Aber wir haben's geschafft. Hausputz! Wofür habe ich das Achievement bekommen? Für besiege eine feindliche Einheit in einer befreiten Provinz. So gehört sich das. So, wir haben Batterien und Reparaturgel bekommen, das ist super. Was haben wir jetzt hier? Wir haben einen blauen mittleren Arm, den nehmen wir auf jeden Fall mal mit. Der Schild Ajax, den nehmen wir auch mit. Ich weiß jetzt nicht mehr, was ich noch brauche. Ich hatte bestimmt irgendwas noch, was ich brauchen kann. Wir können das ja jetzt hier einfach mal alles einpacken. Und dann nehmen wir noch... Naja, das reicht nicht. Dann nehmen wir hier noch sowas mit. So, zack. Ja, müssen wir mal ein bisschen abwägen, was man da lässt und was man mitnimmt. So können wir nicht arbeiten, Boss. Vor sich hält er den Schlauch eines Gelspenders. Ein unverzichtbares Gerät, das die Mechs am Laufen hält. Ohne Gel keine Reparaturen. Ja, gut, aber wir haben doch Gel. Wir sind voll. Ich habe gerade welches gefunden. So, sehr schön. Das war super. Jetzt ist nur die Frage. Erreiche den nächsten Nachschubpunkt. Okay. Aber ich bin doch ready. Da kommen schon die nächsten. So. Okay, das ist ein Nachschubpunkt. Wir können ja mal... In der Armee kann ich mit leerem Magen marschieren, das reicht nicht ohne Reparaturgel. Es macht keinen Sinn, wir haben gerade Reparaturgel gefunden. Warum willst du... Spiel, warum willst du mich zwingen, da jetzt nach Hause zu fahren, wenn wir doch alles da hatten? Ich verstehe es nicht. Ja, ja, ja. Alles rastet ein, alles rastet aus.
Super. Der Nachschub wird verfügbar, sobald du dich in Reichweite des Nachschubpunkts vom verbündeten Truppen befindest, klicke auf diese Schaltfläche, um zu beginnen. Okay. Das Einladen des Nachschubs hält die Basis an und nimmt einige Zeit in Anspruch. Behalte den Zustand deiner Einheiten und Pilotenressourcen im Auge, wann du Nachschub benötigst. Ja, ich hab's verstanden. Das hätte ich auch so hinbekommen, tatsächlich. Das wäre die eine Sache, die ich auch so mal verstanden hätte. Okay, Geschenk der Natur. Hä? Du bist bereit, nach einer kurzen Pause zu deiner nächsten Mission aufzubrechen, aber es gibt ein Problem. Eines der neuesten Mitglieder in deinem Pilotenteam ist immer noch verschwunden. Hier oben ist sie auch nicht zu finden, ruft der Mechaniker aus dem Kontrollraum. Du lässt deinen Blick durch die Meckbucht schweifen und erntest Achselzucken und Kopfschütteln von den Anwesenden. Da draußen ruft ein Scout und zeigt durch die Türen. Die vermisste Pilotin kommt zwischen den Bäumen hervor, einen prall gefüllten Rucksack in der Hand. Du hast keine Zeit, deine vorbereitete Antwort zu geben, als sie da ist, denn die Crew drängt sich wie randalierende Kinder um sie. What? Die Pilotin verteilt mehrere Handvoll frisch gepflückter Himbeeren und wirft ihr über die Schultern ihrer Crewmitglieder einen entschuldigenden Blick zu. Ah, jetzt können wir entscheiden, ob wir uns verwöhnen oder ob Nadja mal hart bestraft wird dafür, dass sie hier aus der Reihe getanzt ist, um Himbeeren zu sammeln. Na gut, komm, wir ruhen uns noch 4 Stunden lang aus. Die Heimatwache hat sich bald erholt. Die letzten Patrouillen werden hoffentlich bald verscheucht. Und wir gucken jetzt mal in unseren Forschungsbaum. Wie ging das noch gleich? Verbesserungen. Hier, genau. Bei Werkstatt können wir auch Sachen mechrammen. Was ist das? Fügt ein. Also, wir können in der Werkstatt entweder Sachen entwickeln oder wir können Verbesserungen freischalten, also forschen. Was haben wir denn hier? Wir haben Körperteile, können wir bauen, okay. Wir können die Solarstoß bauen, aha, also Strahlenwaffe. Fügt einen neuen leeren Rahmen hinzu. Genau, den Mech-Rahmen können wir nicht bauen, weil wir keinen Platz haben. Dafür müssten wir erstmal Platz erforschen. Das können wir eigentlich jetzt mal machen, tatsächlich. Optimierte Lagerung, damit hätten wir einen Lagerplatz mehr. Ich glaube, es ist nicht so verkehrt, auf mehr Mechs zu setzen. Mehr Mechs ist eigentlich immer gut. Tarnmodus. Was ist das? Schnellgangmodus. Mobile Basis. Das beschleunigt alles die mobile Basis. Setzt die Ausrüstung des Sensorsystems, um Feinde auch in größerer Entfernung erkennen zu können. Das finde ich ehrlich gesagt auch nicht so schlecht. Das ist nicht verkehrt. Kostet aber 1000 Vorräte. Erlaubt dem Energiekern mehr Energie zu speichern, ermöglicht weitere Anpassungen, indem zivile Reaktorsicherheitskontrollen deaktiviert werden. Das klingt sinnvoll. Weniger Reaktorsicherheit, das ist immer gut. Rauchladungswerfer, so entkommen wir feindlichen Patrouillen. Nee, wir setzen jetzt mal alles auf mehr Mechs. Mehr Mechs sind immer gut. Zack. Mehr Mechs freigeschaltet. So mögen wir das. Wir können uns allerdings immer noch keinen neuen Mech-Rahmen leisten, weil wir knapp nicht genug Dingsies haben. Vorräte. Wir können aber mal gucken, ob wir nicht zum Beispiel hier mal den Schild austauschen können. Okay. Der hat Intaktheit von 644. Blub, 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 blub. Der wirkt jetzt schon besser im Sinne von, der hat halt auch noch regenerative Anteile hier drüben. Also eine Barriere, einen Schutzschild. Ich setze den jetzt einfach mal ein und wir gucken mal. Wir kriegen irgendwie hier den Mech nicht mehr auf die nächste Stufe, habe ich das Gefühl. Die anderen sind schon weiter. Wenn auch nicht viel. So, mittleren Arm haben wir doch jetzt eingesammelt, oder? Ist aber auch schon wieder nicht besser irgendwie. Die mittleren Beine. Na gut, dann... was war das jetzt? Mittleres Bein, mittlerer Arm. So, dann haben wir doch jetzt hier auch noch einen mittleren Arm. Und die mittleren Beine. Wärmeableitung verschlechtert. Naja, gut. Aber dafür alles andere besser. 3,5. Seht ihr mal, so kann man dann doch langsam aber sicher die Stufe erhöhen. Oh, und jetzt ist er sogar Stufe 4. Cool. So, und was können wir bei Eva noch machen? Wir finden leider keine neuen... besseren Sturmgewehre mehr. Das ist so ein bisschen ärgerlich. Kleine Raketenwerfer. Besseren Torso. Besseren mittleren Torso haben wir auch nicht.
am Start. Mittlere Beine. Mittlere Arme. Das ist doch gut hier. Dann haben wir doch hier jetzt auch noch einen grünen mittleren Arm. So, können wir die Sachen jetzt hier eigentlich auch mal irgendwie auseinandernehmen? Wie war denn das nochmal? Ging das irgendwie? Inventar? Inventar, so. Konnte man jetzt hier irgendwie... Ah, guck mal jetzt. Dann machen wir das doch mal. Dann sortieren wir jetzt mal nach Stufe. Und nehmen mal alles, was Stufe 1 ist. Ah, kann ich nicht alle auf einmal markieren mit Shift gedrückt halten? Schade. So, was verwerten und demontieren wir? Was gab es denn jetzt hier? Komplett verwerten. Einschließlich der darin montierten Subsysteme. Das ist das, was ich will, glaube ich. Weil hier in diesen Stufe 1 Sachen sind, glaube ich, keine besonders guten Subsysteme drin. Umkehren. Okay. Alles umkehren. Nee, die können wir jetzt mal komplett verwerten. So, und dann haben wir nämlich auch wieder ein bisschen Vorräte, meine Lieben. So sieht's nämlich aus. Und die Stufe 2 Sachen, die sind mir jetzt ehrlich gesagt auch alle schon zu schwach. Die kommen alle weg. Die Sachen, die ich ausgerüstet habe, die sind ja davon nicht betroffen, oder? Würde ich jetzt mal vermuten. Hoffentlich. Das sind eine ganze Menge. Sogar ein grüner. Okay. Ja, das macht aber jetzt keinen Sinn mehr. Wenn ich jetzt einen neuen Dingsi-Bumsi baue, dann... 1200. Sehr schön. Ja, man muss einfach nur mehr verwerten. Wenn ich einen neuen Mac baue, was ich jetzt machen kann, bauen, zack, also einen neuen Mac-Rahmen zumindest, dauert 10 Minuten, okay, dann werde ich da jetzt ja keine Stufe 1 oder 2 Teile einbauen. Das halte ich für eher unwahrscheinlich, dass ich das tun werde. So, Mac-Rahmen wird gebaut. Wen wollen wir denn als nächstes angreifen? Wollen wir hier noch nach Osten gehen? Die Frage ist ja, was bringt's uns? Ich meine, ich hatte verstanden, dass mein Ziel wahrscheinlich ist, die Hauptstadt zu erobern, oder? Ich hätte jetzt gesagt, das ist doch das wahrscheinlich das Ziel. Aber soll ich da auf dem direkten Weg mich hinbewegen? Dann wäre es jetzt ja sinnvoll, Vremmel oder Fürland anzugreifen, dann Hosfrid, Björin und dann die Hauptstadt. Bis dahin bin ich ja auch wahrscheinlich... Oh, die ist Stufe 6. Das ist auf jeden Fall schon sehr ordentlich. Da wäre es wahrscheinlich ganz gut, wenn wir 5 oder 6 Max hätten. Aber dann lasst uns doch jetzt einfach... Balekin oder Vremmel angreifen. Balekin deswegen, damit wir hier sozusagen einen wirklich sicheren Bereich hier hinten schaffen. Wenn wir jetzt hier einen Feindsektor direkt neben unseren beiden Sektoren haben, die wir schon erobert haben, dann ist wahrscheinlich... Blöd, oder? Hier hinten wird es dann auch schwieriger. Oh Gott. Stufe 8, Stufe 6. Wieso ist das denn jetzt hier so schwer? Und dann danach kommt wieder ein eher einfacherer Bezirk. Ist ja lustig. Okay. Na gut. Ich würde sagen, wir probieren jetzt mal nach Balekin einzumarschieren. Okay, auf geht's. Auf geht's! Ab in die Action! So, während wir auf dem Weg sind, würde ich sagen, machen wir eine Pause und in der nächsten Folge beginnt dann unsere Rückeroberung von Balekin. Wir können ja nochmal schauen, was Balekin ausmacht. Was ist denn das für ein toller Ort? Balekin beherbergt Kameradschaft. Während du deine Runden im mobilen Basis drehst, hörst du durch eine offene Tür, wie einige der Veteranen sich etwas zuraunen. Das gibt's doch nicht! Du warst auch bei Captain Großmeier in der Pilotenausbildung? Ich vermisse ihn nicht als ausbildenden Offizier, das ist sicher. Hat auf jeden Fall faustdick hinter den Ohren. Warst du dabei als Kriegsgeschichten austauschen, gehörten jede Einheit dazu. Bla 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 bla, das ist doch schön. Alle Piloten erholen sich. Balekin beherbergt einige der üppigsten Wälder des ganzen Heimatlandes und ist bei Touristen wegen seiner vielen herrlichen Wanderwege beliebt. Leute, wir gehen wandern beim nächsten Mal. Macht's gut, ciao ciao.